40 Jahre Union Tischtennis Club Altach, das ist wahrlich ein Grund zu feiern. Genau aus diesem Anlass organisierte der Verein rund um Obmann Helmut Rojak ein riesiges Hobbyturnier. Ganz nach dem Motto rund um Akuma waren zahlreiche Mannschaften mit dabei. Das Turnier ein voller Erfolg. "40 Jahre ist eine lange Zeit von dem her. Und es freut uns, dass wir die 40 Jahre ein volles Haus haben. Wir haben praktisch 60 Mannschaften. Wir haben ein Turnier organisiert rund um Akuma, wie es eigentlich da in der Gemeinde rings um Akuma gehört, bald gesagt. Und mit 60 Mannschaften sind wir sehr stolz, dies erreicht zu haben, mit von Hobbyvereinen und Firmenmannschaften." Im Kommunaltag wurde also gespielt, bis die Platten glühten. Die Anfänge des Vereins liegen mittlerweile schon 4 Jahrzehnte zurück. Angefangen hat alles, wie meistens, ganz klein. "Der Verein wurde 1972 mit 21 Personen im Gasthof Hirschen ins Leben gerufen. Unser Erich Giesinger, er ist leider schon verstorben, unser Ehrenobmann, hat es gegründet und war 25 Jahre Obmann. Und nach ihm bin ich gekommen und bin jetzt schon 15 Jahre als Obmann Vorstand, und wir sind zurzeit ca. 75 Mitglieder. Das schwankt immer ein bisschen, mal hat man mehr Nachwuchsspieler, mal weniger. Wir haben 7 Mannschaften in der Vorarlberger Liga und spielen mit dem Nachwuchs praktisch überall vorne mit." Mittlerweile steht beim UTTC Altach die Förderung der Nachwuchsspielerinnen und Spieler im Mittelpunkt. Zahlreiche junge Talente haben beim Tischtennis ihren Sport gefunden. "Die größte Folge waren 4-fache Landesmeister und mein Ziel ist nächstes Mal österreichische Meisterschaft zum Top 8 kommen." "Das ist eine Superliga-Aufstieg." "Was ist Superliga für ein Laie wie mich?" "Ja, da spielen halt voll die guten Spieler mit." "Ja, also ich möchte in der Landesliga vorne dabei mitspielen und später vielleicht einmal Bundesliga spielen, Österreich." "Immer trainieren und fleißig sein." "Und Tischtennis ist einfach eine coole Sportart, oder?" "Ja, es ist meine Sportart, die habe ich gefunden." Bis zu 4 Trainingseinheiten absolvieren die Talente in der Woche. Der Erfolg kann sich sehen lassen. Sarah Ender hat es geschafft. Sie ist amtierende österreichische U11-Staatsmeisterin. "Warum hast du dich damals, wo du jünger warst, noch für Tischtennis entschieden?" "Weil mein Papa war auch Tischtennistrainer. Und dann haben wir mal gegangen, dann hat mir Spaß gemacht." "Und was gefällt dir so gut beim Tischtennis? Was ist das Besondere?" "Die Turniere und alles." "Und alle sind wie eine große Familie?" "Mhm." "Super. Und was ist das nächste Ziel von dir?" "Nochmal Staatsmeisterin, Baba." Solche Erfolge freuen natürlich auch den Obmann. Das Ziel von Helmut Rojak ist aber ganz ein anderes. "Die Nachwuchsarbeit wird für uns sehr gefördert. Von dem her, wir setzen sicher 80% in den Nachwuchs hinein. Und mir persönlich ist ja eigentlich das wichtig, dass die Kinder weg von der Straße kommen. Also das ist mein erster Zielpunkt im Prinzip. Erst danach kommt der sportliche Höhepunkt, also zuerst mindestens 2-mal weg von der Straße. Ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste von einem Verein. Ist egal, in welcher Verein, wo die Kinder sind, dass die irgendwo ihren Halt haben." Dies scheint den Alltag durchaus gelungen zu sein. Einer,
Der den Verein schon seit vielen Jahren begleitet, ist Kurt Ender. Er ist mit seinem Unternehmen gleichzeitig auch Namenssponsor des Clubs. Was tun wir Mondo für den Verein, was tun wir Mondo für die Nachwuchs da, für Kinder, was da wir präsentieren uns gerne über den Sport. Und das hat sich eigentlich die letzten Jahre sehr gut bewahrheitet. Und wir haben bei uns auch noch betrieblich sehr viele Flüsse, wo wir gerne das so genau analysieren können. Die kann einfach, und ich denke, es gut aus der Situation, dass einfach durch das der Bekanntheitsgrad für unsere Firma größer wird und dementsprechend auch sich präsentiert. Ohne Sponsoren und Partner läuft also auch in Alltag nichts. Umso mehr rücken die ehrenamtlich tätigen Vereinsmitglieder in den Mittelpunkt. Einer von ihnen ist Jürgen Voglauer. Er hängt mit seinem ganzen Herzen am Tischtennis. Oh, warum gibt es seit 40 Jahren? Es ist unser Obmann, Himmel Treuerk, ist natürlich sehr engagiert und er hebt den Verein extrem zusammen. Es ist die Leidenschaft, der Spaß, das Familiäre, das Soziale, also... Ich muss sagen, ich bin wenn nicht der stolzeste Mitglied. 40 Jahre Enderklima UTTC Alltag. Ein großes Turnier ging in den Abendstunden zu Ende. Die Sieger freuten sich über ihre Pokale und der Verein über ein mehr als gelungenes Jubiläumsturnier.